Wolfenstein 2 geht weiter. Hallo zusammen, der Chris ist wieder für euch da. Und wir befinden uns immer noch auf dem Weg in New Orleans zu dieser Bank, zu dieser American Bank. Und ja, Hälfte vom Weg haben wir. Wir machen weiter und schauen mal, was so jetzt noch alles auf uns zukommt. So. Ich denke mal, hier oben geht es nicht weiter. Nein. Fehlt eine Sicherung. Halt, was war das? Das war Gold. So, von da sind wir ja gekommen. Geht's nicht weiter? Geht's hier oben weiter? Okay, hier geht's irgendwie die Treppe rauf. Gucken wir mal. Okay, es geht wieder weiter. Muss ich jetzt mal kurz weg. Ja. So. Komm, bleib mal. Alter, stirb doch endlich. Immer noch nicht. So, jetzt. Gut, haben wir geschafft. Ah, da hinten müssen wir die Leiter hochklettern. Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Genau, verstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so?
Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie den Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror Billy? Terror Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter Tod gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis, lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt, da kommen sie. Harris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich seh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy, entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror Billy, ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und doch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schippenhorten, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene Bolschewistenfeiglinge? Verdammte Verräter? Das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse. Haben Sie den gezähmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat den durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest den Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig, ganz ruhig! Na, also entschuldigen Sie, bitte Ihr Temperament. Horton,
Soldaten, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Ja, wie geil ist das denn? Was du drauf hast. Hammer. Ja, wir mit dem Kampfhund unterwegs. Und ich hoffe, es gibt ein bisschen Terror-Billy-Action. Hammer. Ja, leck mich am Arsch! Yes, baby! So, hier unten rein oder was? Keine Ahnung, oder? Okay, da geht's rein. Hier ist noch einer. Ist die Frage. Also hier können wir wohl rein. Supus. Geht's hier runter? Da sind wir gekommen, aber wir können es ja hier nochmal probieren. Wow. Okay. Renn! Okay, hier ist nichts. Wow. So, weiter geht's. So, ich hoffe mal, dass das der richtige Weg ist. Okay. Oh. So, da geht's runter. Ah, hier geht's weiter. Ist doch der richtige Weg, ja.
Oh, das ist was Größeres hier. Komm, komm, komm. Oh, haben wir ihn? Ja, ich glaube ja. Ist ja auch einer. Ja, wie viel sind das noch hier? Renne. Ich sag mal, ist hier immer noch einer? Ah, okay. Irgendwo. Hier lang? Okay, wir müssen aber... Müssen wir nochmal rein.
weiter. Ich nehme noch hier vor. Und da sind wir gekommen. Ah, wir haben hier ein Loch. Okay, wir müssen wahrscheinlich durch diese Kanalisation. So, Kleiner, mach's gut. What? Okay. Okay, wir haben eine Leiter, ab nach oben. Ja, Tür öffnen, Level verlassen. Wunderbar. Anya. Kommen, Anya. Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Gut. Ich versuche, Fergus zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett, aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Ja, töte sie alle. Ja, angenehmes Ziel. Für die nächste Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt sauber, habt viel Spaß beim Zocken und ich bin raus, euer Chris und tschüss.